Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Die letzte Ruhe in Vustvar. In diesem Gebiet bin hier einfach am Fluss entlang hochgelaufen. Man kann also von diesem Flugpunkt aus starten, Schnitztal oder von der Grabhügelfriedhof bzw. Galgenschere heißt der Flugpunkt. Oder von Fallhafen, das ist ein bisschen weiter weg. Vollkommen egal, gibt viele Wege in dieses Gebiet zu kommen. Hier sieht man diese verlorene Seele. Davon braucht man 5. Von diesen Hunden, Vapirscher, muss man 3 Stück töten. Und von diesen wütender Geist darf man 5 töten. Hält sich also alles in Grenzen. Ja, unterbrochen. Das habe ich aber schon erwartet. Ihr wisst, normalerweise so eine Hundepatrouille bestehend aus 2 Mobs. Keine Ahnung, wo die ist. Anscheinend wurde sie gerade von jemand anderem getötet. Bei diesem verlorenen Seele müsst ihr aufpassen mit diesem Mob hier. Ist ein seltener Mob. Nicht, dass der euch umhaut, falls ihr schlechtes Equip habt. So, verlorene Seele befreit, 5 von 5. Wütender Geist ist jetzt auch der letzte, den ich benötige. Dann benötige ich noch 2 Grabbirscher. Ah, jetzt ist ein wütender Geist gedet. Egal, ich hau auch den Hund an. Und haue gleich auch auf diesen Hund. So. Das ist jetzt der letzte, den ich benötige. Und Weltquest ist erledigt. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.